wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt hier aus Opoti raus und bin jetzt hier in Wellington angekommen, in der Hauptstadt. Okay, man sieht es jetzt nicht wirklich. Und ja, der Plan sieht heute aus, beziehungsweise erstmal für Opoti hier. Da habe ich jetzt nicht jeden Tag gefilmt, weil da waren wir eigentlich eh die meiste Zeit arbeiten. Und da gibt es irgendwie so ein extra Video zu, einfach über die Zeit in Opotiki, was wir so erlebt haben. Angeln, ja, Kajaken und so weiter. Und jetzt bin ich hier halt in Wellington auf dem Weg zur Südinsel, um mich dann in ein paar Tagen mit der Familie zu treffen. Und jetzt geht's erstmal auf dem Weg zum Botanischen Garten. Vom Botanischen Garten aus geht's dann wahrscheinlich Richtung Stadt. Und ich will mir noch das Nationalmuseum nochmal anschauen. Das ist so über die Maori-Geschichte. Das ist auch umsonst eigentlich ganz cool. Und ja, das Wetter ist bombastisch. Also eigentlich kein Museumswetter. Ich würde trotzdem gerne nochmal schnell reinschauen. Dann würde ich gerne nochmal ein bisschen in der Stadt vorbeischauen. Aber eigentlich auch nichts. Brauche eigentlich nichts. Will ich heute Abend noch, gar nichts vergessen, heute Abend Sonnenuntergang fotografieren auf Mount Victoria. Teil 1 ist schon mal erreicht. Hier sind irgendwelche Blumen, Roses. Sieht nicht ganz nett aus. Hier. Ich gehe aber gleich noch mal ein bisschen weiter. Jedes Ding ist irgendwie eine andere Sorte von Rosen. Also das heißt, es sind, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, was auch immer. Viel zu viele verschiedene Arten von Rosen hier. Hier haben sie aus Metall Bäume nachgebaut. Ich finde, es sieht richtig geil aus. Diese Kombination aus diesem eigentlich doch harten, unbelebten und sonst eigentlich kalten Material und dann was Warmes, also im Prinzip ein Baum, was Lebendiges rausgeschaffen, finde ich eine coole Sache. Irgendwie ist dieser Park hier etwas unübersichtlich und ich laufe jetzt einfach mal hier irgendwo lang. Eigentlich hätte ich gerne mal einen Blick von weiter oben. Mal sehen, ob das machbar ist. Jetzt bin ich schon auf irgendeinem Hügel angekommen und hinter mir ist ein Planetarium. Vor mir ist wahrscheinlich das alte Planetarium und da unten ist irgendwas noch mit Krieg, das Geschütz oder sonstigen Sachen, die Schutzdinger. Hier sind wir jetzt beim berühmten Cable Car in Wellington. Mal sehen, wann das wieder kommt. Und ja, das ist halt ein uraltes Teil, was halt hier hochfährt. Sieht eigentlich ganz schön aus. Und der Blick hier ist auch relativ gut. Ist schön von hier oben. Oh ja, geil! Schon wieder so komische Bäume hier. Oh, die gefallen mir so gut. Irgendwie sind die cool. Der Botanische Garten hier ist empfehlenswert zu besuchen. Das einzige Problem ist, es ist ein bisschen, naja, wir sagen wir mal, man weiß nicht immer so, wo man rauskommt. Aber wenn man ein bisschen Zeit hat, so ein Stündchen oder sowas, eine halbe reicht auch, kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen, das ist echt nett hier. Ja, jetzt geht's wieder weiter in Richtung Stadt. Hier sehen wir jetzt einmal das neuseeländische Parlament, weil nicht wie eigentlich die meisten denken, ist Auckland die Hauptstadt, sondern hier ist es Wellington. Ich gehe jetzt hier ins Nationalmuseum von Neuseeland. Ja, ist eigentlich viel zu schön vom Wetter her, hier ist direkt der Hafen und dann schaue ich mir mal vielleicht eine halbe Stunde oder sowas, nicht so lang. Aber ich will mich ein bisschen informieren über Maori und sowas. Und dann gibt es danach mal was zu tun. Hier haben wir so eine typische Maori-Hütte, wie sie früher mal war. Ist relativ winzig. Eingang hat auch keine Fenster gehabt. Wirklich. Und ja, hinten ist ein Feuerplatz. Dann hier noch so eine Stelle für irgendwelche kleinen Tiere oder sowas und dann hat man einfach hier drin gelebt mit relativ vielen Leuten. Das ist echt ganz interessant. So haben zumindest die Maoris irgendwann mal vor 300-400 Jahren oder sowas gelebt. Hier haben wir ein Boot, was dreimal so klein ist, also nachgebaut wurde.
Und mit denen sind so die ersten Maoris hier angekommen. Ja. Und die haben halt alles Überlebenswichtige erstmal mitgenommen. Finde ich ganz interessant. Was ganz Cooles gefunden. Kann man hier mitten in der Stadt von so einem Turm runterspringen, runter ins Wasser. Das sieht ganz geil aus. Wen haben wir denn da? Guten Tag! Guten Tag, meine Liebe! Jetzt geht's in die Cuba Street. Das soll so ein bisschen Hipster-Viertel sein. Janik, Alex auch dabei. Krass. Janik, wie gefällt dir hier die Straße? Das freut mich. Ich habe jetzt hier eine Wanderung hingemacht von dort drüben irgendwo. Und ja, jetzt erstmal hier Sonnenuntergang fotografieren mal wieder. Und danach geht's wieder ganz da hinten hin zurück. Und morgen geht's von da nach. Keine Ahnung, ich glaube da hinten irgendwo raus. Wo jetzt die Sonne untergeht ungefähr. Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that like a bitch, but don't you dare denounce her. Sharp like a motherfucking dagger. And I walk through like fuck your swagger. Just gotta say, wasn't always this way. Wir sind jetzt hier an den Hooker Falls. Da unten geht's weiter. Da unten einmal. Aber weiter hier oben.